Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft. Hier mit mir. Dem Razer Games. Ich erkenne keinen Grund, warum mein Boot gerade kaputt gegangen ist, aber naja gut. Wenn sie es meinen. Naja, ja, auf jeden Fall gehen wir weiter hier. Und ich bin so ein bisschen auf der Suche nach einem Wüstentempel jetzt. Oder nach einem Tempel generell, also Pyramide oder Tempel. Das ist ja kein Tempel, das ist ja eigentlich eher Pyramide in der Wüste. Lalala. Was ist denn eigentlich für eine komische Landschaft, ey? Voll strange. Und wieso komme ich jetzt hier nicht durch? Weil ich spawne jetzt 5 Blöcke weiter weg von dem scheiß Boot. Habe ich es jetzt noch? Wo ist es denn jetzt? Alter, das kann doch nicht sein. Wo ist das scheiß Boot jetzt? Also diese Boote sind echt noch ein bisschen arg buggy, ganz ehrlich. Für so ein Achterhinden ist es doch. Hab dich's gesagt. Schön. Katze auf Reisen. So. Und ich werde jetzt nicht nach Hause gehen, bevor ich keine Diamanten gefunden habe. Habe ich jetzt gerade beschlossen. Beziehungsweise Obsidian. Also ja, erstmal Diamanten und das kann ich mir dann aber zusammen craften. Weil das nervt mich gerade ein bisschen, dass ich erstens mal gestorben bin mit der Scheiße. Und zweitens möchte ich jetzt auch mal in Folge 59, nee, ich glaube 56 müsste es sein. Möchte ich auch mal meine Diamanten haben. Ich hoffe, ihr versteht das. Was ist das hier eigentlich? Kann ich das abbauen? Nö. Aber ich kann mir da eine Schere bauen, aber ich habe kein Eisen dabei. Dafür war ein Eimer, den braucht man immer. Lass mal ein bisschen so spielen, aber es ja, ist halt ein bisschen arg buggy dann. Ne? Das heißt ein bisschen arg buggy. Ist halt einfach nicht darauf konzipiert irgendwie, finde ich. Naja. Ich möchte ja raus aus dem Scheiß, weil das ist ja gar nichts. Ist ja blöd. Hallo Kuh. Hallo Chicken. Hallo Karotte, die ich jetzt vernaschen werde. Heute bleibt es echt noch was zu essen. Ne? Ich schlachte ja immer mal auf dem Weg ein paar Lachen. Das bin ich dann in der Höhle irgendwann, wenn wir dann in der Höhle sind. Und das machen können. Außer wird es natürlich noch ein Dorf, aber ne, man weiß ja nie. Also ich denke mal, ich finde auch keins. Wäre komisch jetzt. Es wäre komisch. Wäre sehr lucky. Aua. Seit ich wird schon wieder dunkel. Ach, das kann doch nicht sein, oder? Ganz ehrlich, das ist alles scheiße. Das heißt, es spawnt wieder überall so ein scheiß Creeper oder sowas und Bomben sind wieder weg. Alle vier Hühner. Krass. Erstmal alle abschlachten. Erstmal abschlachten, ey. Seine Kuh, das ist ein Schaf. Das ist ein Schaf, verdammt. Wie konnte ich mich nur so täuschen? Ist die Milch ja gerade rausgekommen? Nee, ich glaube nicht. Wenn doch, dann tut es mir sehr leid. Kommt mir das so bekannt vor? Nee, nee. Ich fahre aber weiter. La 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 la. So. Oh Gott, hallo Creeper, hallo 3 Creeper. La 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 la. Ah, Mann.
Ich finde es schön hier. Sehr schön und auch sehr abwechslungsreich fahren hier auf dem Meer. Vielleicht mal ein bisschen hochfahren auf dem Meer. Das mache ich aber mal heimlich ein Screenshot. Hat keiner gemerkt. Oh mein Gott. Ich habe sogar zwei gemacht. Oh. Aber mal in eine Richtung fahren. Alter, was ist das eigentlich für eine Creepy Island? Krass. Ah, Mann. Gerade. Boah, ich brauche ein Gesprächsthema mal. Mann. Oder wir lauschen einfach echt bei der Musik so ein bisschen. Oh, jetzt habe ich auch mal einen Screenshot gemacht. Sorry. Oder wir lauschen einfach echt bei der Musik so ein bisschen. Und ich sage einfach mal gar nichts. Wäre vielleicht auch mal ganz cool. Also ich sage einfach mal so die nächsten 3 Minuten nichts. Also, nicht los. Zu unserer Linken sehen Sie einen Fels. Ja. Ja, ja. Sollen wir da mal andocken? Weiß nicht. Würde ich nichts sagen, aber jetzt war da gerade so ein fettes Ding. Da ich nämlich entmute mich mal, weil ich habe mich gerade gemutet. Hab wenn das mal ein bisschen rumgeschrieben. Mit der sind rumgefahren. Aber ich glaube, es lohnt sich nicht, oder? Oh, hallo. Schieß mich jetzt bitte nicht runter. Hallo Zombie. Nee, sieht aber auch nicht so nach Wüste. Alle Schweine sind nicht nach Wüste aus. Also ne, ich melde mich dann aber wieder, ne? Und nun sehen Sie zu unserer Rechten einen Mushroom, nee, nicht ein Mushroom. Ah, doch, ein Mushroom sehen Sie sogar auch, aber hauptsächlich. What the fuck? Gut, wir wurden gerade gezwungen anzulegen, das heißt, ich habe mir auch wieder eine Brille, genau, okay. Ach du Scheiße, bei Nacht auch noch. Höhle. Aber krasse Höhle. Ah! Ich wollte doch nur reingucken, Alter, Scheiße. Wow, 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 wow. Chillt mal euer Leben, ey. Alter, genau weg hier. Mann. Ach du Scheiße. Ah. Ja, weg hier. Muss was essen. Okay, gute Nacht. Neigt sich dem Ende zu. So. Jetzt haben wir trotzdem hier eine komische Situation. Bleibt man jetzt hier? Oder was heißt, bleiben wir jetzt hier? Sollen wir jetzt hier weitersuchen? Ich würde einfach mal sagen, ja. Auch wenn es nicht wirklich nach Wüste aussieht. Ich weiß ja nicht. Vielleicht ist es ja doch eine Wüste. Thank you.
So. Mein Gott. Hallo Zombie. Hallo Skelett. Natürlich trefft mich aus 1000 Meter Entfernung. Alter, krass. Alter, wieso Tourist mit Fotos, mit so einem Fotoapparat? Hier wäre noch eine Höhle. Sollen wir da mal reingehen? Ich habe gehört, ja. Aua. Ich hab Fackeln vergessen. Herzlichen Glückwunsch, Razer Games. Du wirst zum dümmsten YouTuber der Welt genannt. Scheißdreck. Alter, ich sehe gar nichts hier, ne? Ich könnte mal eben gucken, ob ich die Brightness auf hochstellen kann. Ist schon auf... Was ist eigentlich, wenn ich einfach mal so mache? Oh. Super tankt. Scheiße. Ha, verdammt. Ah. Ah, es geht wieder, so. Was bringt mir das jetzt? Da war ein Enderman. Habe ich gerade gesehen. Super, ich brauche erstmal coole. Da hinten ist natürlich cool auf der anderen Seite. Und das ist ja auch noch immer. Aua, aua. Hier ist ein Zombie. Ja, da guck mal, der Zombie ist auch noch ein bisschen cooler. So, mein Gott, ey. Ach, hallo Creeper. Ey. Kohle. So. Ich sag eigentlich, der Body ist für mich ab, aber naja, gut. Naja. Oh, böser Creeper. La. Bisschen cool hier. Warte mal, wir brauchen noch hier ein bisschen eine Karotte in uns reinstopfen, weil sonst regenerieren wir uns nicht. Das ist blöd. Sehr blöd war das. Ist das, wie auch immer. Und ich würde sagen, wir wagen uns einmal noch, nachdem wir die Kuhle abgebaut haben, nochmal in die Höhle rein. Weil hier einem Berg war, das war auch nicht so geil. Und ich glaube, hier drunter ist noch eine, ne? Ja genau, dann lass da lieber mal die erkunden, erforschen. Muss ich nicht über drei mit Stücken. So, hier ist schon mal erfolgreich nix. Ah doch, ein bisschen Kohle. Ein bisschen Kohle. Lalala. Ich liebe Kohle. Kohle ist mein Lebensunterhalt. Nein. So. Eisen. Yeah, ich hab da Eisen. Noch mehr. Wir brauchen echt noch Rohstoffe. Deswegen freue ich mich auch gerade so ein bisschen über Eisen. Ey, da ist ja noch Kohle. Verarschen? Da oben ist auch noch lang. Mann ey, war stressig. So, danke. Mein Gott. Für die Glitchy-Kohle, ey. Glitchy-Kohle auch geil. Ah, das kann doch nicht sein. Wieso gibt es denn so Pupi-Höhlen? Ganz ehrlich. Pupi-Höhlen. What the fuck? Ach, guck mal, hier ist noch was. Aber hier wahrscheinlich auch. Ja, toll.
gerne wieder umdrehen, ey. Ich möchte jetzt eine richtig große Höhle, wo ich 8 Folgen lang meinetwegen drin verbringen kann. Nicht, wo ich 8 Minuten drin verbringen kann. Weißt du was, mir wird das jetzt so blöd. Wir fahren es weiter. Die Frage ist, in welche Richtung. So. Fahr das einfach in die Richtung, ja. Warte, wir fahren so hier, auf der Geraden hier. Weil da sieht man so ein bisschen am Wasser, dass man so schon gerade ist. Und wir fahren jetzt einfach so lange in die Richtung, bis wir was finden. Weil man muss ja was finden. Die Welt ist zwar nicht unendlich groß. Wir denken ja, die Minecraft-Welt ist unendlich groß. Aber dem ist nicht so. Es gibt 30 Millionen Lücken in eine Richtung. Ab Nullpunkt natürlich. Und es würde 30 Tage brauchen, wenn man die ganze Linie erkunden möchte. Ne? Also das ist schon krass. Was wir da so von Minecraft-Fakten immer bekommen, ne? Das ist so krass. Ich glaube, wir speichern immer noch ein bisschen, ne? So, hier ist Zuckerrohr. Zuckerrohr. Da muss es ein Scheißboot, ey. Ach, so ist egal, ich baue mir ein neues dann. Allerdings das nicht mehr in dieser Folge, sondern Folge. Sondern in einer weiteren Folge. Ja, morgen werden die Folgen wieder ins 20-Minuten-Bereich gehen. Ging es einfach nicht wegen London und so. Ja, ich würde sagen, ich bedanke mich einfach mal fürs Zuschauen. Wie findet ihr eigentlich solches Schweig-Sessions in den Folgen, dass man einfach mal, jetzt wenn man zum Beispiel nur so in die Richtung läuft, dass man dann einfach mal ein bisschen in der Fresse hält und ihr der Musik lauschen könnt. Ich dann auch mal ein bisschen Pause machen kann im Prinzip. Ich finde es eigentlich eine ganz lustige Idee, mal ein bisschen ausprobieren, einfach aus solchen Sessions, wo ich dann nicht gezwungen bin, was zu sagen. Anstatt, dass ich dann halt Scheiße labere, dass ich dann über gar nichts labere, dann einfach mal die Zeit einfach mich mute. Und dann ihr der Musik lauschen können, wenn ich da lang fahre. Ich weiß nicht, ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ich weiß nicht, das Format gab es, glaube ich, auch so noch nicht auf YouTube. Also, das weiß ich nicht, ich will es nicht so angeben, erst und so. Ich würde auf jeden Fall sagen, wir sehen uns in der weiteren Folge von Minecraft. Haut rein, macht's gut, ciao. Danke, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeguckt hast, das freut mich sehr. Was mich aber noch mehr freuen würde, ist, wenn du mich abonnieren würdest oder mir einfach eine Bewertung da lassen würdest. Ganz einfach mit Daumen nach oben oder nach unten. Auch kannst du mir einen Kommentar zu dem Video schreiben, egal ob Tipp, Kritik oder sonst irgendwas. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in einem meiner weiteren Videos. Tschüss.